Heute bin ich bereit, alles zu geben. Ach nein, ich moderiere. Dann sehen wir mal, wer alles antritt. Voller Freude warte ich auf deinen Namen. Interessante Wahl. Ich bin gespannt. Staunen Sie, lachen Sie, weinen Sie bei Schlag den Rab. Spiel 1. Schätzen. Schätzen, nicht schwätzen. Da müsst ihr euch zusammenreißen. Ihr spielt abwechselnd. Es werden Fragen gestellt. Ihr müsst eine Zahl schätzen und hoffen, dass ihr näher an der Wahrheit liegt als euer Gegenspieler. Der Spieler, der zuerst 5 Punkte hat, gewinnt. Das Spiel beginnt. Viel Glück. Wie viele Meter ist der russische Baikalsee an der tiefsten Stelle tief? 1642. Bravo, Herr Raab. Gut geschätzt. Ich schätze es, wenn Sie das sagen. Na, ihr werdet ins Schwitzen kommen. Wie viele tausend deutsche Frauen sind in einem Reitverein? 50. Diese Runde geht an Stefan. Eine neue Runde beginnt. Wie hoch ist der Eiffelturm in Metern? 325. Eisbär. Punkt für dich. Deine Schätzung ist besser. Interessant. Wie viele Millionen Menschen sprechen weltweit Russisch? 293. Klasse, Stefan. Du hast ein gutes Gespür. Endlich akzeptierst du mal meine Überlegenheit. Obacht! Wir machen weiter. Wie viele tausend Einwohner leben laut Statistischem Bundesamt in Potsdam? 151. Eisbär, deine Schätzung ist näher am richtigen Ergebnis. Super. Wollt ihr weitermachen? Egal, ihr müsst. Bis zu wie viel Grad über Null kann es im Death Valley in den USA werden? 57. Astrein geschätzt, Herr Rahm. Danke, Herr Gätchen. So, pass gut auf. Wie viele Episoden hat die Serie Bonanza? 430. Eisbär. Punktlandung. Klasse. Wer wird die nächste Runde gewinnen? In welchem Jahr wurde die Stadt Las Vegas gegründet?
Stefan. Bitte los! 1905. Eisbär, du bist ja ein wahrer Schätzmeister. Sollte das schwer sein? Achtung, es geht weiter. Wie viel Prozent der Deutschen über 16 Jahre tragen eine Brille? Los, zeig's uns! 64. Eisbär. So muss man schätzen. Das hab ich noch selten gesehen. Eisbär, du hast beim Schätzen gesiegt. Das verdient Bewunderung. Ich bin halt der geborene Sieger. Na, dann sehen wir uns mal das Zwischenresultat an. Spiel 2. Geld zählen. Jetzt machen wir mal, was einer von euch nach dieser Show machen wird. Geld zählen. Ihr spielt gleichzeitig. Ihr sollt einen Haufen Münzen zählen. Wer zuerst die Münzsumme berechnet hat, muss buzzen und die richtige Summe eingeben, um zu gewinnen. Besonders hakelig sind die kleinen Münzen. Zu lange solltet ihr euch nicht Zeit lassen. Wie viel Geld liegt da wohl rum? Taschenrechner sind nicht erlaubt. Eisbär. Die Zeit ist leider um. Sieg für Stefan. Na, dann sehen wir uns mal das Zwischenresultat an.